Das finale Wochenende der FIA ETRC findet zum zweiten Mal in Folge in Jarama in der Nähe von Madrid statt. Der Kurs, der 2018 50-jähriges Jubiläum feierte, ist der spektakuläre Rahmen für den Showdown der diesjährigen Saison. Zwei wichtige Entscheidungen stehen noch aus. Wer holt sich den zweiten Platz in der ETRC-Wertung? Antonio Albacete oder Adam Latzko? Außerdem schafft es Ollie Janes, der Brite, den Thron im Grammar Cup zu besteigen und seinen schärfsten Konkurrenten, Jamie Anderson, in Schach zu halten. Bienvenidos al Jarama. Willkommen in Jarama. Die spanischen Fans, mehr als 30.000, fiebern natürlich dem Zweikampf zwischen Antonio Albacete und Adam Latzko entgegen. In der Tabelle deutlich zu erkennen, Albacete und Latzko trennen auf Rang 2 und 3 nur drei magere Pünktchen vor diesem Wochenende. Der Spanier hat Heimvorteil, lebt ganz in der Nähe von Madrid und kennt hier sprichwörtlich jeden Meter Asphalt, jeden Randstein besser als alle anderen Konkurrenten. Ich hoffe, dass wir hier ein paar schöne Kämpfe haben ohne Probleme. Und ich muss auch sagen, wenn er schneller ist als ich, dann ist er eben in der zweiten Position. Und andersrum, wenn ich schneller bin und ein bisschen Glück habe, dann bin ich in der zweiten Position. Adam Latzko, der Tscheche vom Bugira Racing Team, will den Spieß noch umdrehen und sich vorbeischieben an Albacete. Ein ambitioniertes Ziel, das ein nahezu perfektes Wochenende ohne Unfälle oder technische Probleme erfordert. Naja, auf seiner Hausstrecke zu fahren, das kann ein Vorteil oder auch ein Nachteil sein. Aber ich hoffe auf ein tolles Rennwochenende von uns beiden. Der bessere und glücklichere soll Zweiter werden. In Qualifying und Superpole am Samstag hat sich der 2019er Champion Jochen Hahn mal wieder durchgesetzt. Trotz eines schweren Schicksalsschlags wenige Tage zuvor. Hahns Vater Konrad hat in Le Mans den 6. EM-Titel seines Sohns noch miterlebt und ist kurz danach überraschend verstorben. Conny, wie ihn alle im Fahrerlager genannt haben, war früher selber Racetruck-Fahrer, hat das Team Hahn Racing mitgegründet und war Teamchef und gute Seele. Sein Tod hinterlässt eine schmerzhafte Lücke. Meisterschaftsdeckel ist zu. Jetzt machen wir noch ein bisschen Show und sind für die Fans und für meine Konkurrenten da und werden alles geben und versuchen noch ein oder zwei Siege nach Hause zu bringen, um das Ganze noch abzurunden. Wir sind nicht ganz komplett hier, aber wir werden das alle verarbeiten und werden geile Rennen fahren. Jochen Hahn hat sein Versprechen wahrgemacht, seinen Racetruck auf die beste Startposition gestellt, zum 13. Mal in dieser Saison. Neben ihm Antonio Albacete, der Spanier, optimistisch. Ja, ich hoffe auf einen guten Start. Jochen aber zu schlagen wird schwer. Ich versuche mich an ihn dran zu hängen, will keine Probleme haben. Mit Sascha will ich auch nicht unbedingt kämpfen. Er ist Dritter und braucht noch jeden Punkt. Hoffentlich passiert nichts in Kurve 1, sodass wir unsere Chancen in der Meisterschaft wahren können. Ich hoffe, dass nichts passiert in der ersten Corner und wir können live für die Championship kommen. Genau zwischen den beiden, die noch um Gesamtrang 2 fighten, der angesprochene Sascha Lenz auf Startposition 3 und auf Rang 4 Steffi Halm, also eine rein deutsche Reihe, einmal auf MAN und einmal auf Iveco. Nur Fünfter Adam Latzko, der im Qualifying noch deutlich schneller war und auch schneller war als Antonio Albacete. Ja, ich wäre gern in der Superpole schon weiter nach vorne gefahren, aber es war rutschig und wir waren viel langsamer als im Qualifying. Passiert halt, ich bin Fünfter und jetzt muss ich alles geben. Große Spannung vor dem ersten Rennen der ECRC Trucks in Jarama. Der Start, Jochen Hahn auf der Innenseite an der Boxenmauer, neben Albacete und in Kurve 1 innen, kann sich gegen den Spanier durchsetzen. Albacete auf der 2, onboard am Heck des Spaniers vor Sascha Lenz, der auf der dritten Position liegt. Steffi Halm dann auf Rang 4, Adam Latzko auf der 5.
Ganz klar, der Tscheche will natürlich weiter nach vorne und kämpft von der ersten Kurve an mit Steffi Halm, die ihren Iveco Race Truck so breit macht, wie es eben geht. Der Tscheche fährt immer hart, so auch hier, hat aber keine Chance an der Deutschen im weiß-orangefarbenen Truck mit der 44 vorbeizuziehen. Am Ende des Feldes, naja, fast Erwin Kleinnagel vor dem Truck mit der 15, der Niederländer im weißen Scania, der an diesem Wochenende noch von sich reden machen wird. Vorne aber Jochen Hahn vor Albacete, dann eine Lücke zu Sascha Lenz und eine weitere Lücke zu Halm. Die Deutsche wird nach wie vor gejagt von Latzko und Kiss, den beiden ehemaligen Champions der ETRC. Der Kampf Halm gegen Latzko geht das ganze Rennen über. Aber wie schon gesagt, Latzko ohne Chance gegen die Deutsche. Die letzte Runde dann, die letzten Meter, Jochen Hahn mit seinem typischen Siegerdrift Richtung Zielstrich. Der 13. Saisonsieg für ihn. Zweiter Antonio Albacete, dritter Sascha Lenz, schon mit einem recht großen Abstand. Ein emotionaler, bewegender Moment für Jochen Hahn und fürs gesamte Team. Denn es ist der erste Sieg, der erste Pokal ohne seinen Vater. Die Gedanken aller waren in diesem Moment wohl bei Conny Hahn. Das Ergebnis von Rennen 1 in Jarama nochmal zum Nachlesen. Und ganz wichtig, die Entscheidung im Grammar Cup vertagt. Antonio Albacete, der Zweitplatzierte, vergrößert den Vorsprung auf Latzko auf 10 Punkte. Mehr als Platz 2 war nicht drin für Albacete in Spanien. Ja, mehr konnte ich eigentlich nicht machen. Ich habe versucht, mich aus allem rauszuhalten. Mir reicht ja der zweite Platz. Es stimmt mich auch froh, dass ich Adam hinter mir nicht gesehen habe. Das war ja eh unser Ziel. Im Moment passt alles. Und was der spanische Racetruck-Held natürlich auch machen muss, die Fans begrüßen. Im Doppeldeckerbus geht's mit allen Rennfahrern jeden Tag einmal rund um die knapp 4 Kilometer lange Rennstrecke. Über 30.000 waren es am Wochenende, die gekommen sind, um ihn zu sehen, anzufeuern und zu feiern. Antonio Albacete, der Mann, der hier sprichwörtlich Kettensägen zum Heulen bringt. Im Grammar Cup könnte aber schon im anstehenden zweiten Rennen des Wochenendes die Entscheidung zugunsten von Ollie James fallen. Der Brite führt seit dem Auftakt in Misano die Wertung an, hat nur noch einen Rivalen, Jamie Anderson, britischer Landsmann, letztjähriger Grammar Cup Champion, der in der zweiten Saisonhälfte stark auftrumpfen konnte und James möglicherweise den Platz auf dem Grammar Thron streitig machen kann. It's truck racing. It's aggressive. Ja, so ist Truck Racing aggressiv. Auf den Positionen kann sich am Saisonende noch eine Menge tun. Wir haben das ganze Jahr hart gearbeitet. Jamie und alle anderen Teams im Grammar Cup auch. Alles ist noch offen. Wenn wir kämpfen müssen, okay. Wenn es aber einfach geht, kein Problem für mich. Na, ich bin nicht verärgert, wo wir derzeit liegen. Ich glaube, wir haben einen guten Job gemacht, trotz der vielen Ausfälle. Wir können zufrieden sein, unter den Top 3 zu sein. Wir waren immer unter den 10 Besten der ETRC-Meisterschaft. Läuft. Rennen 2, dank der Reverse-Grid-Regel, steht René Reinhardt auf der besten Position. Sein Nebenmann ist der Portugiese José Rodríguez, der in Rennen 1 Rang 7 belegt hat. Norbert Kiss, der Ungar auf Startplatz 3. Neben ihm Adam Latzko, der eigentlich um jeden Preis gewinnen muss, wenn er noch eine Chance auf Gesamtrang 2 haben will. Der Start aus Sicht von Norbert Kiss an Bord des Mercedes-Benz-Truck vom Team Tankpool 24.
Immer ein beeindruckendes Bild, wenn diese 5 Tonnen Ungetüme so dicht zusammen sind. Neben Kiss hier Adam Latzko. Der Ungar aber hält zunächst Position 3 hinter Rodriguez und René Reinhardt. Jochen Hahn auf Position 8. Dahinter dann Anthony Janjek, der Franzose im gelben MAN auf der 9. An Bord bei Jamie Anderson und bitte jetzt ganz genau hinhören. Die Feder vorne links bei ihm gebrochen. Anderson versucht seinen Truck an den Reifenstapeln noch vorbei zu manövrieren, aber ohne Erfolg. Der Einschlag unvermeidbar, sozusagen das i-Tüpfelchen einer teils zwar erfolgreichen, aber teils sehr enttäuschenden Saison für ihn. Ja, wir sind ja unter den Top 10 der ETC, aber im Grammar Cup gestrauchelt, den wir eigentlich gewinnen wollten. Manchmal klappt es halt nicht, dass wir die Pace haben. Es zu packen haben wir mit unseren 13 Siegen in dieser Saison bewiesen. Aber das ist ja nicht alles, das ganze Paket muss stimmen und wir haben es einfach nicht zusammenbekommen. Die letzten Hoffnungen damit weg. Unfassbar aber, dass Anderson nach diesem Einschlag seinen Truck zurück ins Paddock fahren kann. Sein Team und auch einige andere Helfer versuchen, die gebrochene Blattfeder schnell zu wechseln, um beim Restart zu Rennen 2 dabei zu sein. Aber dem Anderson-Team läuft die Zeit weg. Der zweite Start, knapp 50 Minuten nach Andersons Unfall, ohne den Truck mit der 7 und ohne die 77. Denn auch Polsetter Reinhardt fehlt. Der Deutsche musste im abgebrochenen Rennen Anfang der zweiten Runde nach einer Attacke von Adam Latzko einen Schaden an der Felge und am Reifen verzeichnen. Mehr dazu nach dem Rennen. José Rodríguez, der Portugiese, führt also im blau-gelben Truck mit der Startnummer 14. Onboard bei Jochen Hahn, Runde 1, der Champion hier hinter Kiss. Die gleiche Stelle wie bei Anderson. Und plötzlich auch Jochen Hahn draußen im Kies, kann seinen Truck aber gerade noch so abfangen und zurück auf die Strecke lenken. Glück für Jochen Hahn. Onboard bei Rodriguez in Runde 4. Der Mann vom Team Rebo Konort unter Druck von Latzko. Rodriguez kann sich der Attacken des Tschechen und von Norbert Kiss in der Folge nicht mehr erwehren. Die beiden gehen vorbei, noch vor der sogenannten Arena auf dem Kurs von Jarama. Hier, wo die meisten Zuschauer an der Rennstrecke Platz finden. Wenig später. Anfang Runde 6 wird Rodriguez auch von Steffi Hallen, von Antonio Albacete und von Jochen Hahn überholt. Der Portugiese fällt zurück, kann anschließend Rang 6 aber halten und sich vor Sascha Lenz behaupten. Antonio Albacete, also auf der Verfolgung von Adam Latzko, liegt auf Rang 4. Dahinter Jochen Hahn auf der 5. Beide schnuppern schon wieder am Podium. Runde 8. Der Blick aus dem Cockpit von Steffi Hallen. Die Iveco-Pilotin rutscht hier wohl auf einer Ölspur aus. Fabio Cittignola hatte nämlich Motorprobleme. Für Hahn und Albacete geht es also einen Platz nach vorne. Es war heute sowieso im zweiten Rennen überall ein bisschen rutschig, ein bisschen schmierig. Weiß nicht, ob da jemand ein bisschen was verteilt hat. Ja, aber letztendlich ja, war es sehr, sehr schade. Ich hätte den dritten Platz gerne mitgenommen, vor allem die Punkte. Ollie James im Truck mit der Nummer 22 im Rennen, nur auf der 10, aber bester Grammar Cup-Pilot auf Titelkurs, weil Anderson ja nicht am Rennen teilnimmt. Letzte Runde, James, Teamkollege Adam Latzko führt vor Kiss, dritter Albacete, vierter Jochen Hahn und auf der 5 Sascha Lenz, der zwischenzeitlich auch an Rodriguez vorbeigegangen ist. Der Tscheche gewinnt zum dritten Mal in dieser Saison ein Rennen der ETRC, der Sieg aber in Gefahr, denn gegen Latzko läuft noch die Untersuchung wegen der Berührung gegen René Reiner. Der Tscheche hier noch, strahlender Sieger, wird am späten Abend aber mit einer 10-Sekunden-Strafe bedacht. Wegen der Attacke gegen Reinhardt fällt zurück auf 6. Latzko verliert den Sieg. Der Abstand zu Albacete dadurch noch größer als im Moment des Interviews angenommen. Der Abstand ist größer als heute Morgen. Antonio ist hier ja auch zu Hause und richtig stark. Morgen ist ein neuer Tag, dann werden wir Gesamtrang 2 wieder angreifen. Rückblende. Latzkos Attacke gegen Reinhardt. So sah der Vorfall aus. Ein kleiner Schubser. Dadurch verpasst Reinhardt den Bremspunkt und anschließend drückt der Tscheche den Deutschen raus ins Grüne. Reinhardt kommt zwar vor Kiss wieder zurück auf die Strecke,
muss aber dann mit einem Reifenschaden zurück an die Box und beim Restart, wie schon gesagt, von ganz hinten starten. Norbert Kiss erbt dadurch den Sieg. Albacete danach auf 2, Hahn auf der 3. Und der 10-platzierte Ollie James macht mit seinem Sieg im Grammar Cup alles klar, den Deckel zu und kann nicht mehr eingeholt werden von seinen Konkurrenten. Ollie James feiert also den Grammar Cup-Titel mit einem Sieg auf dem Podium von Jarama gemeinsam mit dem jungen Eduardo José Rodríguez und Erwin Kleinnagelfort. Es war ein hartes Jahr, aber wir wollten von Beginn der Saison den Grammar Cup gewinnen. Schon nach Misano haben wir daran geglaubt, dass es klappen kann, haben danach extrem Gas gegeben in der ersten Hälfte, weil wir wussten, dass uns die zweite Hälfte ab Most besser liegen würde. Und jetzt haben wir den Sack zugemacht. And yeah, we've done it here. Vamos, amigo! Ein Team, das es noch nicht so lange gibt, Don't Touch Racing, ist immer gut für einen Spaß. Der Koch, wir nennen ihn mal Arjan, musste seine Wettschulden in Jarama begleichen, weil er im teaminternen Abnehmduell verloren hat. Am Samstagabend ging's im feschen Dirndl einmal um die Rennstrecke, natürlich zur Freude des gesamten Fahrerlagers. Und dass am Ende noch eine Dusche dazukam, davon war vor der Wette eigentlich keine Rede, aber naja, wer den Schaden hat, Sie kennen das Sprichwort. Sonntagmittag in Jarama, Rennen 3. Adam Latzko hat sein Versprechen wahrgemacht und hat sich die Pole Position gesichert, hadert aber mit der Strafe des Vortags. I'm not so very happy. Ja, keine glückliche Entscheidung, an der wir aber nichts ändern können. Heute im Zeittraining war ich ja Erster. Ich werde kämpfen. Das pusht mich nur mehr. Das ist wie so ein kleiner Tritt in den Allerwertesten. Adam ist echt schnell, steht auf der Pole, wird schwierig für uns. Natürlich gebe ich alles, um Punkte zu holen. Es läuft auf eine Entscheidung im letzten Rennen hinaus, sagte der Spanier bei der Autogrammstunde. Albacete nur auf Rang 5, hat Steffi Halm neben sich stehen, die Sechstplatzierte. Und am Sonntag an der Strecke noch mehr los als am Samstag. Der Start zu Rennen 3 mit dem Blick der Heckkamera von Sascha Lenz, der neben Norbert Kiss auf Rang 3 startet. Erste Kurve, Albacete zeigt sich formatfüllend, null Toleranz sozusagen zu seinem Vordermann. Recuenco, der zweite Spanier im Feld, muss ins Kiesbett. Davor sind sich Cosim, José Rodríguez und Jamie Anderson ebenfalls nicht grün. Anderson übersieht den mit Überschuss kommenden Anthony Janier. Grums! Da gibt's schon wieder eine Kaltverformung des Blechs am Truck mit der Nummer 7. Runde 2, die Führungsgruppe unterm Dunlop-Bogen durch. Latzko Hahn, Sascha Lenz macht eine wilde Karussellfahrt, hat Albacete hier im Nacken sitzen. Runde 3. Antonio Albacete kommt hier mit mehr Schwung aus dem engen Nadelöhr raus, schnappt sich Sascha Lenz und übernimmt Position 3 im Rennen. Und Erwin Kleinnagelfort, links im Truck mit der Startnummer 15, liegt hier noch auf Rang 10, ist der bestplatzierte Grammar Cup Pilot, wird aber wenig später von André Cosim aus den ETRC-Punkterängen befördert. Der Scania-Pilot beendet das Rennen auf Rang 15, schade für ihn. Runde 7, die Top 3, Latzko Hahn und Albacete tun sich in dieser Phase des Rennens nicht weh. Der Spanier mit Rang 3 zufrieden, würde mit 6 Punkten Vorsprung und 2 Startpositionen im Vorteil gegenüber Latzko ins letzte Rennen gehen. Die Zielflagge, Latzko holt sich jetzt wirklich Saisonsieg Nummer 3. Dahinter Hahn und Albacete, die Top 3 der Meisterschaft, gemeinsam auf dem Podium. Der Kampf um Rang 2 im ETRC-Ranking wird damit also tatsächlich erst im letzten Rennen entschieden. Ja, jetzt sind es also nur 6 Punkte. Vielleicht fehlen uns am Ende genau die Punkte, die wir gestern verloren haben, aber wir kämpfen bis zum Ende. Vielleicht habe ich ja das Glück des Tüchtigen. Das Ergebnis von Rennen 3, beachtenswert der 7. Platz von Fabio Cittignola, dem jungen Deutschen, sein bestes Saisonergebnis.
Und wie immer das zweite Rennen des Tages im Reverse-Grid-Modus. Die Top 8 in umgekehrter Reihenfolge. René Reinhardt steht auf der Pole-Position. Erneut gewohnte Situation für den Chef eines großen Logistikunternehmens. Zweiter neben Reinhardt, Fabio Cittignola, der junge Deutsche. Laola für Cittignola. Dritte ist Steffi Halm, die Deutsche, neben Norbert Kiss in Reihe 2. Und ganz klar, die spanischen Fans, sie wollen natürlich ihren lokalen Helden Antonio Albacete vorne sehen, der auf Rang 6 startet. Und unmittelbar nach der grünen Ampel von Latsko hier schon attackiert wird. Reinhardt vorne verteidigt auf der besseren Linie die Führung vor Fabio Cittignola. Dahinter dann Halm, Kiss und Lenz und zu dritt durch die Kurve geht's für Hahn, Albacete und Latsko. Der Tscheche aber fällt hier etwas zurück hinter die deutsche gelbe Wand, hinter die beiden Trucks von Lenz und Kosim. Reinhardt plötzlich mit Motorproblemen. Schert aus, fährt anschließend langsam zurück ins Paddock und der von vier gestartete Kiss übernimmt die Führung. Immer noch Runde 1. Latsko schon wieder vorbei an Lenz und Kosim, macht Jagd auf Albacete. Dazwischen noch Cittignola, der Deutsche, auf Position 4, taucht hier links im Bild auf. Runde 3, die Bergaufpassage, die Top 4. Und dahinter wird's dann richtig turbulent. Cittignola verliert an Schwung und wird dann von Latsko nicht ganz auf die feine Art einfach entsorgt. Sascha Lenz links, kommt mit Mühe und Not vorbei. Latsko schiebt Cittignola nach links. Glück für den Mann im schwarzen Tankpool 24 Truck, dass keiner der Nachfolgenden in ihn hereinkracht. Es war sehr verantwortungslos von Adam Lacko. Er hat mich ab da, also berghoch, waren wir komplett hintereinander, er war nicht neben mir. Und hat mich dann an der rechts hinten, wo es bergunter geht, 160 haben wir da, gefährlichste Strecke vom Kurs. Bergab hat er mich geschoben, quer. Durch das Schieben ist Sascha Lenz neben mich und Adam Lacko hat mich in Sascha Lenz reingeschoben. Cittignola war echt langsam unterwegs, dann hat er Sascha nach außen geschoben und das war die Chance, um an ihm vorbeizufahren. Sascha, and I used this situation and I passed him. Naja, da hat Adam Latsko eine etwas eigenartige Wahrnehmung. Der Tscheche kommt hier ungestraft davon. Auch das eigenartig. Onboard in Runde 6 bei Luis Recoenco. Der Spanier kracht in den Truck von Cittignola. Riesenpech oder anders betrachtet Glück für den Spanier, denn er kann genau wie alle anderen weiterfahren. Ebenfalls in Runde 6 Steffi Halm auf Rang 2. Jochen Hahn dahinter, der Champion, dann Albacete auf Rang 4. Die drei auf der Verfolgung von Norbert Kiss, der schon rund 5 Sekunden enteilt ist. Luis Recoenco mit total zerstörter Frontscheibe wird von der Rennleitung wenig später aus dem Rennen geholt. Erster Norbert Kiss am Ende, zweiter Jochen Hahn hatte zuvor Halm überholt, vierter Albacete vor Latsko, damit der Spanier 7 Punkte vor Latsko. Ja, für uns ist der zweite Platz ein Riesenerfolg, denn das Team hat mit wenig Budget eine tolle Arbeit geliefert. Am Ende hat es aber gereicht, wir haben es geschafft und das freut mich. Nach dem Sieg im Rennen 2 am Samstag am grünen Tisch holt sich der Ungar Norbert Kiss im letzten Rennen der Saison also doch noch einen richtigen Sieg, der aber trotzdem ein wenig bitter süß schmeckt. Ja, nach einer anstrengenden Saison bin ich jetzt froh, dass wir noch einen Sieg geholt haben, auch wenn wir hinter unseren Erwartungen geblieben sind. Alles in allem eine enttäuschende Saison. Ich freue mich jetzt auf den Winter und hoffe, dass wir nächste Saison ein neues Kapitel aufschlagen können. Das Ergebnis von Rennen 4 im Überblick. Mann des Wochenendes. In vielerlei Hinsicht ist der zweitplatzierte Jochen Hahn, der aus sportlicher Sicht mit 4 Podiumplätzen eine bemerkenswerte Leistung vollbracht hat. Ich wollte eigentlich nicht herkommen. Ich kann jetzt drüber reden. Mein Vater ist ja die Woche verstorben. Und da war es nicht so einfach. Aber ich muss sagen, gestern, also unser Leben und auch das Leben von meinem Vater war das Rennenfahren und das Truck Race. Und gestern hat mir das Truck Race wieder den Mut zurückgegeben und wieder
der Fokus und wieder, ja, jetzt kann ich einfach drüber reden und von dem her bin ich mega, mega stolz übers Wochenende. Und stolz sein, wenn auch auf eine etwas andere Art und Weise, darf dieser Mann in der Mitte, Erwin Klein-Nagelfort, der zum ersten Mal in seiner Karriere ein Grammar-Cup-Rennen gewinnen kann. Ich bin nur froh damit. Ich hatte das nie erwartet, dass ich das dieses Jahr schon gemacht habe. Und ja, dus ik had alle geluk gehad wat het gibt. Ik had een goede start gehad, zeer goede start. En ik had hinter Jamie gezet en gelijk gezien dat de ene rijver kapot had. Dan denk ik, nou, dat moest ik snel voorbij. En dan hoffe ik licht, wilde die andere nappen en dat is hard geklapt. Im Schlussklassement der ETRC, Jochen Hahn mit 102 Punkten Vorsprung. Verdienter Champion der Saison 2019. Die nächste Saison startet am letzten Aprilwochenende 2020 in Budapest auf dem Hungaroring. Bis dahin, alles Gute!